Zack, und da geht er auch direkt rein. Ja, ist es denn. Ich hoffe doch, dass es jetzt hier der Zielfisch ist. Und zwar Zander. Und kommt dir die Stelle bekannt vor? Richtig, im letzten Video schon, genau an der gleichen Stelle, stand ich hier. Und ja, heute dann im Chat hieß es auf einmal allen. Genau an der Stelle habe ich auch geangelt heute, aber auf Zander. Ja, der Yogi hat mich heute direkt angeschrieben und meinte, Alden, genau hier habe ich auf Zander geangelt, wo du auf die Quappen warst. Und hier lübt das mit dem Zander. Ja, habe ich also gerade direkt getestet. Es war wieder so in Richtung Abendstunden, so 15, 16 Uhr rum. Zack, sofort hier losmarschiert, ab an den Spot. Also perfekte Uhrzeit, Abendstunden, Morgenstunden fürs Zanderangeln. Und ja, am frühen Abend ging auch schon der erste kleine mit rein. Aber eben auch sehr, sehr viele Barsche. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht müsste man noch ein bisschen am Köder rumprobieren. Der Yogi meinte, ja, er hätte da mit dem Maggot, genau, mit dem weißen Maggot hätte er probiert. Geht mit Sicherheit auch. Es gibt auch noch einen Beitrag im Discord dazu unter der Rubrik Wolchow natürlich. Link zum Discord unterm Video. Da ist das dann alles auch nochmal ein bisschen erklärt. Und ja, hier an der Stelle teste ich halt jetzt gerade andere Köder für den Zander. Und zwar andere, die halt immer mal wieder gut funktionieren. Zum Beispiel auch an der Sura, wo man ja auch regelmäßig ganz gut auf Zander gehen kann. Und ich habe schon ein paar durch. Wir können die gleich mal im Detail durchgehen. Wenn du das Video irgendwann mal später siehst, auch einfach mal diese ganzen anderen Köder testen. Denn die Vorlieben ändern sich ja. Also so ein Spot kann sich natürlich ändern. So ein Spot ist aber auch immer mal wieder da und aktiv. Und ja, die Vorlieben und Farben der Fische, die ändern sich halt auch regelmäßig. Und dementsprechend müssen wir eben auch immer verschiedene Köder und Farben testen. Nur weil mal ein Fisch irgendwo groß reingegangen ist, heißt es nicht, dass das dann immer darauf funktioniert. Das heißt, da muss man immer testen. Zack, und der nächste, jawohl. Gerade ist schon ein größerer ausgeschlitzt. Es ist natürlich hier auch ein bisschen gefährlich. Ich würde hier also nicht hingehen mit sowas wie dem Belaya-Setup. Also, das wäre vielleicht ein bisschen zu klein hier. Nicht nur die großen Zander könnten hier Theater machen, hier gibt es ja auch Hecht, hier gibt es große Quappen, hier gibt es große Welse. Und da kann man auch schon mal so in den 30, 40 Kilo Bereich landen oder noch mehr im schlimmsten Fall. Und dann sieht man natürlich mit so einem kleinen Setup hier richtig alt aus. Deswegen hier ausgewählt natürlich dieses Mittelklasse-Setup. Es gibt da schon mal ein Video zu. Ich habe das mal irgendwie so als das Yama-Set bezeichnet, weil das eben für die Yama für den Anfang auch richtig gut ist. Aber auch fürs Hechtangeln an der alten Festung. Da habe ich das auch nochmal vorgestellt. Also das ist einfach eins der ultimativen, ja, praktischen Setups. Einfach wegen dem Wurfgewicht, wegen der Tragfähigkeit, passend abgestimmt eben zu der Rolle und wegen der Power. Das Ganze verlinke ich am besten nochmal. Dann habt ihr hier einfach nochmal vielleicht ein paar Videos zur Auswahl. Einfach nochmal reingucken. Und dann, wenn ihr Bock habt auf Spinning, zack, habt ihr zumindest hier ein gutes Setup. Und dann lübt das damit richtig schön weiter. Joa, die Barsche hier, die Mittelklasse, die nehme ich alle mit. Vielleicht geht da noch ein bisschen was in Richtung Kaffeeauftrag. Zander, wie gesagt, bisher läuft das schon ganz gut. Und bevor das jetzt hier gleich richtig in den, ja, in die Dämmerung geht. Es fängt schon langsam an. Ich ziehe jetzt noch mal einmal durch und dann gucken wir schnell noch mal eben in die ganzen Köder rein, damit wir da eine kurze Übersicht haben, was denn funktioniert. Wie gerade schon gesagt, also Maggot funktioniert immer wieder. Gerne beim Zander auf etwas Weißes oder in Richtung Grünlich, kann auch immer mal wieder ganz gut funktionieren. Aber so Weiß würde ich auf jeden Fall mit als erstes testen. 700 Gramm, ist schon mal nicht schlecht. Red Man Tackle Tiny Fish. Also Tiny Fish 406, absoluter Klassiker.
immer mal wieder testen, die Tiny Fish. Wenn ihr könnt oder habt, natürlich auch immer mal wieder gerne hier die Schaumgummis, die teste ich jetzt gerade nicht. Lynx Minnow, auch eine Option. Sieht man schon, habe ich schon immer mehrere gekauft, weil lohnt sich. Dann kommen wir hier natürlich zu den Maggots. Auch absolut essentiell, absolut wichtiger Köder. Auch später natürlich am Nordmeer. Zack, direkt der nächste, der Provoker. Den werde ich auch übrigens hier, der Weiße, ne? Mit dem roten Schwänzchen. Den werde ich gleich auch nochmal testen. In der Nacht oder jetzt gleich in den Abendstunden. Hatte ich vorhin schon ein bisschen getestet. Aber auch hier in Gelb oder sowas. Also ruhig die verschiedensten Farben hier nochmal testen. Und die Quicker. Eigentlich sind es hier genau die ersten, ne? Die Quicker auch noch mit. Quicker in Grün. Warte, hier ist er. Also der 08er in Grün. Manchmal auch hier der rosafarbene. Und dann eben hier der 6er Tiny Fish. Und damit haben wir sie eigentlich durch. Das sind so die wichtigen für Zander. Alles andere ist dann auch ein bisschen zu groß. Aber die auf jeden Fall testen. Meist, wie gesagt, so ins weißlich-grünlich gehende, silberfarbene. Kann auch immer mal wieder ganz gut funktionieren. Das sollte man schon durchziehen. So, jetzt gucken wir mal eben hier auf den Provoker nochmal. Ich nehme mal den hier. Denn das ist auch ein absoluter Klassiker. Immer wieder top für die Sucher. Aber wie gesagt, auch gerade der Tiny Fish. Also wenn man da gezielt auf Zander aus ist, dann lohnt das. Apropos Zander, lohnt sowieso mächtig. Wurde ja nochmal vor Monaten schon ein bisschen gebufft. Also Zanderangeln, absolut top. Wenn ihr da eine Stelle habt, wo das halt regelmäßig geht und gut funktioniert, in guten Größen natürlich, dann einfach mal durchziehen. Aber wie gesagt, Setup-mäßig mindestens so hier unterwegs sein. Nicht zu klein. Denn es gibt viele Beifänge. Wir gucken uns das gleich natürlich nochmal im Detail an, das Setup. Auch von den Schnurstärken her. Auch da nicht ganz so fein reingehen. Zap. Ah, das ist noch nicht so richtig groß. Vielleicht sind auch hier eher nur die Barsche auf dem Provoker geradeaus. Dann, ja, schon wieder. Dann müssen wir das wechseln. Ich hatte relativ weit hier vorne, wo die Rutenspitze jetzt ist, hier hatte ich mehrfach Barscheinschläge. Und da hinten in den Schatten, wo die Schatten der Bäume sind, da waren dann doch eher schon die Zander. Also, wenn man da hinten dann nichts kriegt, dann ballert zumindest kurz vor Ende vielleicht nochmal der Barsch rein. Ich gehe nochmal auf den silbrigen Provoker. Auch nochmal vielleicht ein bisschen weiter raus. Genau, war jetzt genau an diese Kante der Spiegelung. Oberkante jetzt quasi hier zwischen dieser Sandbank und dem Schatten. Also genau da in diesem Bereich. Machen wir mal ein bisschen Licht. Und dann locker durchziehen. Zack, da haben wir schon wieder Biss. Sehr gut. Tempo gerade Einholgeschwindigkeit 50. Eine Umdrehung einfach nur gemacht. Ganz simpel. Die sind mir noch zu lütt. Ich meine, sie sind da. Das ist schon mal ganz gut. Ich bin mit einem 1-0er Haken bin ich hier. Müsste von der Größe auch eigentlich passen. Viel größer würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen für einen Zander. Das ist ja auch kein Monsterfisch. 1-0er sollte schon gut in Richtung Trophy-Gewicht gehen. Zap. Also gut für die richtig großen Zander eigentlich ausreichen. Wie gesagt, so ganz riesig groß muss man da nicht reingehen. Und der nächste Zander, aber auch eher klein. Wieder der Wechsel. Nächsten Köder. Ich gehe hier nochmal auf den Maggot, den der Yogi sagte. Wir haben ja jetzt genau die richtige Uhrzeit dafür. So, schön nochmal durch. So, 4-5 Kilo wäre schon nicht schlecht, allein von der Kohle. Das wäre schon top. Wie gesagt, jetzt hier Einholgeschwindigkeit 50. Eine komplette Umdrehung. Bisschen warten, komplette Umdrehung. Wieder ein bisschen warten. Komplette Umdrehung. Oder anderthalb, ist auch okay. Wieder. Und dann war hier vorne, ab einer gewissen Entfernung, war es auf einmal vorbei. Vielleicht ist da so eine leichte Kante. Zack, da kommt der Biss. Vielleicht ist da so eine leichte Steigung. Und da passiert es schon mal, dass man eben diese eine Umdrehung macht. Der jiggt nicht so richtig. Er jiggt so leicht gegen die Steigung. Das heißt, man kommt gar nicht in den Jig richtig rein. Und dementsprechend kommt man, ja, wie gesagt, einfach nicht in die Jig-Führung. Und dann muss man eben vielleicht einfach mal mit Shift und Jig probieren. Einfach mal einen etwas größeren Schritt. Also, wenn man auswirft, Einholgeschwindigkeit 50 plus Shift drücken,
Und dann zieht er einfach nochmal deutlich schneller, dass man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen aggressiver, ein bisschen schneller vorwärts zieht und dadurch vielleicht doch nochmal leichter in den Jig reinkommt. So, nochmal ein anderer Provoker, der jetzt in Weiß. Das gilt es jetzt natürlich zu testen. Ne? Also wenn man den Spot schon mal hier kennt, wenn man schon mal weiß, alles klar, hier ballern die Fische rein, dann gilt es jetzt einfach Köder testen. Also einmal querbeet, so lange probieren, bis man hier die richtigen Farben hat, bis man hier den richtigen Köder hat. Und ja, dann geht das ab. Bisher bestes Ergebnis, muss ich sagen, hier auf dem Tiny Fish. Da waren bisher die größten drauf. Ich werfe jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter. Zieh da hinten nochmal locker durch. So, einfach nochmal locker durch. Eine Drehung wieder. Und vielleicht ballert da ja nochmal ein richtig schön großer Brocken rein. Und dann kann es natürlich auch in Richtung Abendstunden oder in Richtung Nacht natürlich auch wieder ein bisschen eine Flaute geben. Deswegen empfiehlt es sich natürlich jetzt einfach das letzte Video nochmal angucken hier zum Quappenangeln. Da natürlich dann einfach in der Nacht hier auf die Quappe zu gehen. Warum auch nicht? Quappe lohnt sich ja auch und rasselt hier auch zurzeit ganz gut rein. Und wenn man hier noch ein paar olle Barsche fängt oder kleine, untermaßige, so um 500 Gramm, die kann man dann direkt zu Fischfetzen verarbeiten, hat dann wieder ein paar Köder für die Quappen und dann schließt sich doch der Kreislauf und dann lüppt das hier auch ganz gut. Genau, hier ist jetzt gerade so diese Kante gewesen. Da ziehe ich jetzt gerade mit Jig hoch. Mit Shift einfach hochgezogen an dieser Kante. Und da geht aber auch ein bisschen was Größeres rein. Sehr gut. Zander kann sich schon mal sehr, sehr schwer machen. Das heißt, es muss nicht immer direkt ein Welt sein. Auch wenn er sich manchmal am Boden einfach festsaugt, sozusagen kaum bewegt, kann der Zander sein. Manchmal eben auch in sehr groß. Aber guck mal da, selbst hier vorne, achso, noch auf der Map gar nicht gezeigt, wir sind hier oben, auf dieser Insel, das heißt hier mit der Fähre eben übersetzen, ne, über die Brücke rüber, ab hier oben an die Spitze und dann hier in die Area. Ja, und hier haben wir wahrscheinlich auch diese Gewässerkante, das heißt man jiggt hier so lang, kommt irgendwann hier an diese Kante und da kommt man dann aus dem Jig raus, da muss man eben an der Kante hoch und dann läuft das. Apropos Kanten, Gewässeruntergrundskanten gibt es oder an diesen Kanten gibt es immer wieder gerne Spots, was natürlich eine Möglichkeit jetzt wäre. Wir gucken uns die Map gleich nochmal eben an und ich teste vielleicht gleich nochmal ein bisschen eine andere Stelle. Wenn wir doch hier schon was finden in Richtung Zander, kriegen wir doch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hin. Na, ich ziehe es gerade komplett mit Shift durch. Eine Drehung mit Shift und Tempo 50. Relativ zügig, einfach kurz durchgejiggt. Alles hier auf dem Tiny Fish 06. Aber da will nichts, oder? Oder war ich zu schnell? Anfangs stand ich hier mit Tempo 30 nur auf der HSV. Also ganz entspannt, hat auch funktioniert. Relativ langsam. So, gucken wir gerade nochmal eben. So, vielleicht können wir noch ein Stückchen höher und hier lang ziehen. Geht das? Oder ist das eher schlecht? Eine Ecke weiter. Na guck, vielleicht geht das. Und dann werfen wir mal nach da oben zu den Büschen. Das könnte doch gehen. Also, dann werfen wir da mal jetzt volles Met aus. Das war vielleicht schon ein bisschen zu weit. Und dann gucken wir mal. Ziehen wir mal hier entlang. In der Hoffnung, dass wir jetzt quasi an der Kante entlang ziehen. Und durch mehrere Spawn-Spots möglicherweise, durch mehrere Stellen durchjiggen, wo die Zander stehen können. Jetzt auch ganz normal ohne Shift, einfach locker durchziehen. Klappt gerade ganz gut, man sieht, die Schnur fällt immer wieder runter. Einmal wieder ziehen, straff ziehen, also so ist es natürlich ideal. Ganz entspannt, locker durchgejiggt. Immer wieder schön der gleiche Rhythmus. Und dann läuft das eigentlich auch. Eine Drehung. Oder anderthalb Drehungen sind es sogar. Einfach locker durchziehen. Perfekt. Na, aber vielleicht ist es doch nicht so ganz.
Vielleicht ist es dann doch eher noch die innere Kante zu der tieferen Stelle. Nicht zu dem flacheren Bereich. Wobei, da wird es dann natürlich echt gefährlich, ne? In den ganz tiefen Löchern, da lungern dann gerne mal die Welse rum. Und den muss ich nicht zwingend haben auf dem Setup. Ich sag mal so bis 10 Kilo, 15 Kilo maximal, das wäre vielleicht noch okay auf dem Setup. Aber da wird es auch schon so in Richtung 15 Kilo, wird es dann auch schon richtig zäh. So ein 10 Kilo Wels würd mir hier schon reichen, muss es eigentlich auch schon nicht sein. Auch Zander, aber direkt hier vorne und winzig klein. Also wahrscheinlich, entweder ist es hier die Kante oder tatsächlich einfach hier frei in dieser Area. Ich gehe einfach nochmal wieder zurück. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es das auch schon. Zack, einfach nochmal wieder raus. Mehr so in diese Richtung nochmal geworfen. Jawohl. Versuchen nicht in das 8 Meter Loch rein, nicht so richtig tief runter. Da besser nicht hin. Das kann man vielleicht mit dem Grundsetup mal testen, wenn man schon ein relativ stabiles Setup hat auf Grund. Vielleicht gehen da auch nochmal die Quappen extra. Aber wie gesagt, auch das mit dem Wels-Setup, also hier auch auf Wels gezielt, macht einfach nicht so viel Sinn. Also der Verschleiß auf so einem kleinen oder so einem Mittelklasse-Setup, der Verschleiß ist einfach immens groß, enorm großer Verschleiß. Auf den Schnurlaufringen, auf der Schnur, auf dem, ja gut, der Köder ist jetzt nicht so teuer. Bremse natürlich. Also im Großen und Ganzen lohnt sich halt einfach nicht Welsangeln am Wolchow, wenn man in dem Levelbereich ist. Und so lohnt es sich eigentlich auch kaum, weil es zu selten hier Trophies gibt. Ab 8 Huber auf Wels. Na, 2 Uhr in der Nacht. Es ist so langsam ein bisschen Flaute, würde ich sagen. Ja, jetzt nochmal 2 Routen auf Grund, wäre schon praktisch gewesen. Einfach mal 2 Routen auf die Quappe ausgelegt. Da hätte man zumindest noch ein paar Bisse gehabt. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich aber schon ganz zufrieden. Anzahl der Zander ist okay. Größe und Gewicht kann natürlich noch, ja, ist noch ausbaufähig. Jetzt gerade so um die 2 Kilo, also da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Aber das ist eben die Frage, welche Köder laufen hier gerade. Im Großen und Ganzen passt das schon. Vom Setup her, wie gesagt, hier mit einem 1-0er Haken unterwegs. Hier jetzt, wie gesagt, dann mit dem Tiny Fish 06. 19 Kilo Vorfach, relativ straff reingegangen. Und 19 Kilo Schnur, hier in dem Fall jetzt Monoschnur, weil ich einfach nicht so viel Verschleiß farmen will. Und 300 Meter passen hier genau drauf von dieser 19 Kilo Monoschnur. Das schont das gesamte Setup. Also wenn ihr nicht so oft reparieren wollt, dann viel die Monoschnur verwenden. Und dann gib ihm. Ja, die Karmamächter natürlich, das übliche Setup, wie gesagt, mehrfach schon verlinkt in den verschiedenen Videos. Da einfach mal reinschauen oder einfach mal hier auf Zander selber testen. Gleich so gegen 4 Uhr spätestens wieder auswerfen, auf Zander wieder Gas geben. Und dann, ich denke mal so bis 7, 8 Uhr rum ist das wieder so die Primetime. Und danach könnte es ein bisschen Flaute geben. Vielleicht kann man dann auch noch ein bisschen was anderes probieren. Einfach mal hier auf so mit Eintagsfliege, so auf diese Z-Fische und sowas mal testen. Auch dazu gibt es schon verschiedene Videos auf dem Kanal. Also Zerte, Zope und Zobel. Auch das ist hier eine Stelle oder hier ein bisschen weiter drüben. So in die Richtung hat auch immer wieder gut funktioniert. Petri, ihr Lümmels, wenn ihr in dem Levelbereich seid, toi toi toi, dass es gut vorwärts geht hier, ab Level 20 startet dann das Midgame und da zieht es langsam an, da wird es langsam ein bisschen schwieriger, das Game. Zieht raus die Brocken und im Idealfall die dicken Zander, wenn es dir geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf YouTube und gleichzeitig natürlich auf Twitch, 19 Uhr, montags, mittwochs und freitags. Bis dahin, Petri.